Ja, moin moin und herzlich willkommen bei Nerdist New Sexy und heute habe ich mal wieder ein kleines Special für euch und zwar die Leute, die mir auf Facebook folgen, das Ganze habe ich vor knapp 8 Wochen gekauft, hatte so diverse Lieferschwierigkeiten, ist dann letzten Endes doch endlich bei mir angekommen. Ich freue mich wie Schnitzel und heute gibt es ein kleines Unboxing zum Iron Man Eau de Toilette von Hersteller, weiß ich gar nicht, steht hier auch nicht wirklich was drauf. Ja, das Ganze, die Verpackung vorne schön in Goldgelb drauf, vorne Iron Man. Hier unten drunter steht da nochmal Eau de Toilette 100 Milliliter. So sieht das Ganze von vorne aus. Auf der Seite auch wieder der Iron Man als, naja, als, was soll es sein, irgendwie quasi wie so eine Skizze, Bauzeichnung vorne drauf. Hinten nochmal schön Iron Man Eau de Toilette 100 Milliliter. Da stehen dann nochmal die Zutaten drin, was da alles drin sein soll. Klar, leicht Alkohol, Wasser, Parfum, was soll es sein? Limone. Kann man nicht wirklich so rauslesen, was es sein soll. Und ja, unten drunter. Avengers, hier der Lizenzaufdruck, Marvel und das Ganze kommt dann von Apple Beauty Incorporated New York. Ja, wobei Apple Beauty das Produkt oder der Hauptsitz dann in den Niederlanden steht. Entflammbar ist das Ganze auch und ja, wir gucken einfach mal rein. Von der Verpackung her muss ich sagen, ist das Ding schon ziemlich cool aufgemacht, zumindest so von außerhalb. Das Design gefällt mir unheimlich gut. Wobei, für die, die auf Prägung und so weiter stehen, der Iron Man Schriftzug vorne drauf ist tatsächlich geprägt. Innen drin ist nicht wirklich viel weiter drin, außer dieser lustigen Pappschachtel. Und boah, das Zeug riecht schon ziemlich stark, wenn man es hier aus dem Karton rausnimmt. Hat einen leicht süßlichen Duft irgendwo und ja, wobei das Geilste ist nämlich der Flakon. Und das habe ich nämlich schon gesehen gehabt, deswegen habe ich den gekauft. Und dieser Flakon ist in Form eines Iron Man Helms. Sehr geil. Ja. Das Ganze ist aus Glas gegossen, die Grundform des Helms. Die Faceplate vorne ist goldfarben, genauso wie der Deckel oben drauf und der Pumper hier oben ist auch goldfarben und die Faceplate ist aus Kunststoff und ja, ist, da man hier an einigen Stellen tatsächlich so mit dem Fingernagel auch hinterhaken kann, wahrscheinlich nur an 2-3 Punkten mit dem Kleber oder mit Silikon aufgepappt. Gut, hätte man vielleicht insgesamt ein bisschen schöner, ein bisschen stabiler machen können, aber letzten Endes ist auch ein bisschen anfällig, was Fingerabdrücke betrifft, aber auch gut. Letzten Endes kann man sagen, der Helm ist schon ziemlich geil. Ich ziehe da gleich noch einmal kurz für euch ein bisschen näher drauf und macht insgesamt schon was her. Vom Duft her, ich hau da mal so eine Runde in die Luft. Ja, kann man nehmen.
Muss ich jetzt nicht unbedingt. Ich bin sowieso nicht so derjenige oder sowas, der auf oder Toilette oder so ein Zeug steht. Und ist ein schönes Ding, kommt bei mir in die Vitrine, wird zwischen die restlichen Marvel- und Iron-Man-Geschichten gestellt, die ich hier so habe. Und wie gesagt, so insgesamt mit der Verpackung, der Helm ist schon ziemlich geil gemacht und ist auch nicht wirklich klein. Also ich sag jetzt mal, was hat der? Ich schätze jetzt mal so grob geschätzt. So über die Länge oder sowas, wahrscheinlich so ungefähr so 10 cm vielleicht nach oben hin, 7, 5 cm breit. Also ist schon ganz anständig. Also 100 ml, da habe ich schon normalerweise die anderen Flakons, die ich so kenne oder sowas, sind da wesentlich kleiner. Und ja, der macht schon Spaß. Wie gesagt, den Karton, wo es drin ist oder sowas, der finde ich auch ziemlich geil gemacht und kann man sich eigentlich nicht beschweren. Ja, das war's letzten Endes auch schon wieder und ich hoffe, der kleine Ausflug in die Kosmetikwelt hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Teilt das Ganze, liked das und wenn ihr wollt, lasst ein Abo da und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. In diesem Sinne und tschüss.